Herzlich willkommen am einzigen Ort der Wahrheit in der Welt. Ich werde gleich begründen, warum hier der einzige Ort der Wahrheit ist. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, schneller hören macht Freude, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Das hier, diese Sendung jetzt, ist insgesamt ein Kommentar zur Nummer 451, unserem Samstag Viertel nach acht. Warum jetzt einziger Ort der Wahrheit auf der gesamten Erde? Ja, weil die Struktur der Welt so aussieht, dass eigentlich alles Manipulation, Gehirnwäsche, Propaganda und so weiter ist. Ich zeige das gleich. Die Marktwirtschaft besteht ausschließlich aus Sparten. Und zum Beispiel, alle diese Sparten werden nur dann bekannt und erfolgreich, wenn sie auch Geschäfte betreiben. Der Weltrat, Next Scientists for Future, als einziger Ort der Wahrheit, betreibt keine Geschäfte. Man kann, indem man Fan davon wird, auch nicht Geschäfte betreiben. Und dadurch sind es wenige. Ja? Während zum Beispiel die Sozialsparten oder auch nur, denken Sie dran, die Crash-Propheten. Ich mache mal nur ein Beispiel der Crash-Propheten. Nehmen wir an, das wäre jetzt hier die Crash-Propheten-Sparte, die mir immer mehr unangenehm auffallen, auf die ich auch reingefallen war. Die Crash-Propheten, die dann also sagen, ja, sie müssen alles in Gold tun und so weiter, denn die Welt geht unter und so weiter. Diese Crash-Propheten, das ist ein Geschäftsmodell, das ist eine Sparte, also hier müsste man jetzt irgendwo einfügen, Crash-Propheten, die fantasieren, die haben also vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Ich zeige das nochmal schnell hier. Die haben also, nehmen wir mal an, wir tragen jetzt hier ein Crash-Propheten zu den 100 Orten sozusagen oder Sparten der Gesellschaft. Und die streuen ständig im Internet, Fernsehen, da erscheinen ständig Sendungen mit den vorteilbringenden Irrtümern dieser Crash-Propheten, meistens veröffentlicht von Leuten, die dann auch ganz direkt davon verdienen wollen, ja. Und diese vorteilbringenden Irrtümer manipulieren uns Menschen, unterziehen uns alle einer Gehirnwäsche. Diese vorteilbringenden Irrtümer landen dann auch irgendwie, weil da viel Geld dahinter steckt, auch irgendwie teilweise in den Köpfen von Journalisten, Spielfilmmachern, Politikern und Parteien. Da eben auch von dieser Crash-Propheten-Sparte, da ja eine ganze Menge Geld ausgeht, steckt das Goldgeschäft drin, Gold, Silber und andere Sachen, Geschäfte stecken da mit drin. Und deswegen werden wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen, weil diese Crash-Propheten verdienen gut. Darum herum sind viele andere, die zu der Sparte gehören, die auch gut verdienen. Dann gibt es viele Opfer dessen, die diese vorteilbringenden Irrtümer, diese Manipulation, diese Gehirnwäsche, diese Massenpropaganda und so weiter glauben. Und dann bildet sich eine Herde. Diese Herde ist groß und dann kommt es allein schon zu Mitläufereffekten. Ganz viele Menschen, wenn sie diese vorteilbringenden Irrtümer halbwegs plausibel finden und halbwegs für Wahrheit empfinden, obwohl es sich um Irrtümer handelt, dann schließen sie sich dieser Herde an und laufen mit. Und so wird diese Herde immer größer, zieht immer mehr Menschen an. Warum? Weil eben ein Teil dieser Herde, nämlich die Sparte, die Crash-Propheten-Sparte, gutes Geld damit verdient. Und die Herde noch dadurch vergrößert wird durch die Zahl der Opfer, die ja auch quasi die vorteilbringenden Irrtümer dieser
dieser Sparte dann auch wiederholen. Und so ist diese Gesamtherde groß und findet viele Fans und Follower und so weiter. Ja? Also das heißt, Rückschluss, alles was groß und viele Follower findet, so auf die leichte Tour, da muss man immer den Verdacht haben, dass es sich um eine Sparte mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und damit um Massenmanipulation, Propaganda, Gehirnwäsche handelt. Ja? Und hier ist halt der einzige Ort, wo sie wirklich Wahrheit erfahren und heute dann auch passend zum Samstag von gestern, 7:45, also ich zeig Ihnen das gleich. Ja, hier finden Sie also ja immer zumindest die letzten Sendungen, die vielen letzten Sendungen, zum Beispiel hier finden Sie die Nummer 950 und so weiter, 950, 949, 948. Und hier werden, wenn Sie jetzt sozusagen schauen, wir werden jetzt, also der Samstag wird als 951 erscheinen und dieser Kommentar hier dazu als 951a würde dann hier stehen, also, und dann wäre das jetzt hier, dann würde hier die Nummer dann hier stehen als 950. Und so finden Sie also die neueren Sendungen rückwärts, können Sie immer hier finden. Und Sie finden, ich zeige es Ihnen gleich, Sie finden es auch noch auf dem anderen Sender. Ja, hier haben Sie zum Beispiel den Sender News und Talks für Gebildete, News und Talks für reiche Journalisten, Politiker. Und da finden Sie in den Playlists, ja, da finden Sie alles Programm in den Playlists. Da ist es nicht so interessant, auf die Videos zu schauen, sondern auf die Playlists. Und zum Beispiel hier jetzt in der letzten Playlist, Nummer 8, ja, da kann man draufgehen. Wenn Sie eine Brille und dann kann man das alles runterziehen hier. Und dann findet man hier zum Beispiel auch wieder die Nummer 950 und dann dürfte hier dann auch die 51 stehen und die 51a. Und da finden Sie noch viel weiter zurückgehende. Das ist jetzt die 8. Playlist und wenn Sie da bis zur ersten Playlist zurückgehen, finden Sie also ich müsste einfach mal zurückgehen, ja genau, zurückgehen hier. Dann finden Sie hier ja bis zur, wenn man zurückgeht bis zur ersten News und Talks in Deutsch, hier ist erste News und Talks Deutsch, Englisch, da findet man also ein Riesenprogramm und das ist der einzige Ort der Wahrheit. Ja? Und jetzt neigen Sie als Zuschauer natürlich dazu, immer nur die Orte der Unwahrheit zu sich zu nehmen, weil dort eine Herde ist. Hier ist keine Herde, ja. Also jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Jetzt klicke ich hier drauf auf die echten Fridays for Future. Die echten Fridays for Future im Gegensatz zu den Fridays for Future, ja, sind nur ein paar Kinder und ein paar Erwachsene, die eben hier also als echte Parents und Grandparents for Future das Ganze auch unterstützen. Und das wurde aber zu keiner großen Herde. Ja, das konnte zu keiner großen Herde führen, denn das ist kein Geschäftsmodell. Während Fridays for Future eventuell, ja, wo haben wir es, Fridays for Future, ja, eventuell ein echtes Geschäftsmodell ist, denn sozusagen, da gibt es viele Leute, die auch Spenden sammeln und Spenden einnehmen. Dadurch hat das Ganze schon eine gewisse Größe, dass das ein gewisses Geschäftsmodell ist. Man damit auch Geld verdienen kann, dadurch ist die Herde schon wieder, hat eine gewisse Größe. Moment, ich mache das immer hier verkehrt. Ja, genau, dadurch ist quasi dann
Fridays for Future im Gegensatz zu den echten Fridays for Future, die wiederum nur der Wahrheit verpflichtet sind, ist Fridays for Future also ein Geschäftsmodell, eine Sparte, die bestimmte vorteilbringende Irrtümer aussendet und wo bestimmte Gelder auch eine Rolle spielen. Dadurch ist hat die Herde schon eine Grundgröße und dann schließen sich viele Fans an und dann wird die Herde immer größer und dadurch entstehen dann so ein Irrtumsgebilde bei Fridays for Future sozusagen, ja, liebe Leute, spendet, sonst geht die Welt unter. Das ist das Geschäftsmodell. Und dann kommt so etwas auf wie es ja real geschehen ist bei Fridays for Future. Uns interessieren überhaupt nicht mehr die Lösungsmodelle, weil das würde ja das Ende der Spendensammelei bedeuten und damit des Geschäftsmodells, sondern wir lehnen eigentlich jede Lösungsangebote ab, also auch das Lösungsangebot der Next Scientists for Future für das weltweite CO2-Problem lösen wir ab, lehnen wir ab, denn uns ist die Existenz dieser NGO, dieser Weltsozialsparte und ihres Geschäftsmodells wichtiger und diese daraus resultierende große Herde. Während aus der Wahrheit, die da über diese Geschäftsmodelle aufklärt, kein Geschäft zu machen ist. Jetzt können wir nochmal als nächstes, die Crash-Propheten hatte ich eben schon genannt als Herde und Geschäftsmodell. Und dann haben wir zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie. Die Partei des Gemeinwohls diskutiert ja letztendlich, wo ist die Partei des Gemeinwohls? Da diskutiert ja letztendlich ständig darüber, was ist die beste Form der Gemeinwohlwirtschaft als Ablösemodell für die Marktwirtschaft und die Pseudoplanwirtschaft und die pseudokommunistischen Teilkonzepte, die ja alle in unserer Gesellschaft kursieren. Und die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, ist eine Variante davon. Warum ist die aber jetzt so viel bekannter als die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future? Naja, eben, das sind wir wieder genau bei den Sparten und der Diktatur der Sparten. Die GWÖ ist wieder ein Geschäftsmodell. Da verdienen sehr viele Leute mit dem Helfen bei den Gemeinwohlbilanzen. Verdienen sehr viele Leute Geld. Dadurch hat die Herde schon eine gewisse Größe aus denen, die damit Geschäfte machen. Und dadurch ist sozusagen das Ganze auch gar nicht kommunikations- und diskussionsbereit, sondern nur propagandabereit. Also die GWÖ tritt fast überall nur auf, wenn sie Propaganda machen kann, Werbung für ihr Geschäftsmodell. Und dann dadurch, dass die Herde aus den Geschäftetreibenden sozusagen schon eine gewisse Größe hat, finden sich auch wieder viele Herdenmitläufer, die dann wieder teilweise Opfer dieses Geschäftsmodells werden und eben von diesem Geschäftsmodell abkassiert werden und die aber auch einfach Fans und Mitläufer sind und Herdenmitläufer. Und so wurde aus der GWÖ eine relativ große Herde, eben weil sie auch ein Geschäftsmodell ist. Aber der letzte Ort der Wahrheit in der Welt, nämlich der Weltrat, Next Scientists for Future, wo ja von außen kein einziger Cent angenommen werden darf, ja, der entwickelt keine Herde. Also sie müssen sich jetzt entscheiden, ob sie eben auch eben in erster Linie Herdenmitläufer sein wollen. Dann bieten sich lauter Abzocke und Sparten und die Crash-Propheten-Sparte und all die Sparten. Das bietet sich ja alles für sie an. Und dann können sie weiterhin in der Welt der Unwahrheit Opfer sein, Mitläufer sein und Herdenmitläufer sein. Und sie haben das gute Gefühl, oh, ich bin in einer großen Herde, oh, wie schön ist das. Nur ich muss sie warnen, diese Herden, zum Beispiel die Herde bei Hitler, das war die Herde der Waffen- und Stahlsparten. Hier steht die Waffensparte. Waffen- und Stahlsparten, ja, und zusammen mit dem verrückten Hitler, ja, und da waren sie auch in einer Herde, das war bestimmt auch bis zum gewissen Grad ein wohliges Gefühl, Mitläufer in dieser Herde zu sein, in diesem Geschäftsmodell, aber leider lief dieses Geschäftsmodell natürlich, ging seinen Weg und dann wurden 60 Millionen
Tote lagen dann am Ende da als Opfer dieses Geschäftsmodells der Waffen- und Stahlindustrie kombiniert mit dem wahnsinnigen Hitler. Und alle fühlten sich wohl in der Herde, bis sie dann auch selber abgeschlachtet waren und zu den 60 Millionen Opfern und den Abermillionen zusätzlichen Verletzten und so weiter gehörten und dann gemerkt haben, dass dieses Mitlaufen mit der Herde eben nichts mit Wahrheit zu tun hatte, sondern mit Gehirnwäsche, Propaganda, Massenmanipulation und dass es letztendlich über ihre Leichen und über ihr Leid ging. Und so wird das auch bei all diesen anderen Herden immer sein. Das Leid wird vielleicht nicht so groß sein wie damals bei Hitler mit der Waffensparte und den Stahlsparten und deren Kriegstreiberei und so weiter. Das wird und Judenhass und alles, ja. Das wird alles, dieses Geschäftsmodell, diese jetzigen Geschäftsmodelle werden vielleicht nicht so tödlich und nicht so brutal und nicht so mörderisch sein und sie werden nicht so schwer körperlich verletzt werden. Das läuft alles ein bisschen milder ab, ja, auch die Gesundheitssparten, wenn die jetzt so im Moment ja einen riesigen Schluck aus der Pulle nehmen und eben ihr Geschäftsmodell auch und die Herde ist ja auch gewaltig, 70% der Menschen weltweit laufen ja mit in der Herde mit und glauben die vorteilbringenden Irrtümer und folgen dem Geschäftsmodell und auch alle unsere Politiker, Parteien, Spielfilmemacher und Journalisten sind da die Gesundheitssparten natürlich sehr reich und mächtig sind, die Pharmaindustrien, die Gesundheitsindustrien, ist diese Herde natürlich riesig und gewaltig und die Schäden werden sicherlich nicht so groß sein wie zu Hitlerzeiten, aber es werden auch Schäden sein, denke ich mal, ne? Und wenn es nur wirtschaftliche und finanzielle sind, Deutschland verarmt ja jetzt gerade auch, gerade dadurch, dass eben die Gesundheitssparten im Moment einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen, damals bei Hitler mit den Waffen- und Stahlsparten, und ihrem Geschäftsmodell, da war ja Deutschland auch sehr verarmt zurückgeblieben, ne? Ja, und jetzt gucke ich gleich mal weiter. Ja, und wie gesagt, bei uns ist die Herde leider sehr klein und winzig und deswegen sind alle anderen Herden, alle Geschäftsherden, alle Spartenherden in der Diktatur der Sparten sind natürlich alle attraktiver als wir, weil wir ja nur ein kleines Grüppchen sind und die superglückliche Kommune, während alle anderen Kommunen, die in Wirklichkeit auch nur Sparten sind, wo Geschäftsmodelle gemacht werden, bei ZEG zum Beispiel, das ist ein reines Geschäftsmodell, das ist eben auch ein Geschäftsmodell, eine Geschäftssparte und so weiter. Da sind immer viele Leute, weil da eben auch dann die ganzen Geschäftemacher schon dabei sind und dann deren Opfer und so weiter. Da sind die großen Herden. Und dort, wo die Wahrheit ist und das echte Glücklichsein, die echte superglückliche Kommunenmöglichkeit bestünde, da sind's nur ganz wenige und da ist die Herde winzig, ja. Aber das ist ihre Entscheidung, ob sie sich für die Wahrheit oder für das Mitlaufen mit den größeren Herden entscheiden, wo sie dann im Zweifelsfall auch abgezockt und geschröpft und abgeschlachtet werden, ne? Das ist ihre alleinige Entscheidung. Und also, ja, und vielleicht ist es einfach so, es ist einfach schwer, sozusagen, ein Ort der Wahrheit wie Weltrat, Next Scientist for Future, Partei des Gemeinwohls als politische Lösung hochzuziehen, weil es ja kein Geschäftsmodell ist, kein Abzockemodell ist. Und ja, zum Beispiel habe ich ja auch gehört, dass die AfD auch nur deswegen hochgezogen wurde, weil da irgendwelche Geschäftsleute wahrscheinlich wieder auch geschäftliche Interessen verfolgt haben, deswegen auch Millionen von Euros indirekt in die Partei reingeschleust haben als Unterstützung sozusagen. Und dadurch funktioniert das Geschäftsmodell AfD. Aber die Wahrheit funktioniert nicht. Also die PDG funktioniert schlechter, weil da nur wenig Leute sind, weil das sind nur die wenigen, die noch für Wahrheit empfänglich sind und die anderen sind halt alle nur für das Mitlaufen mit der Herde empfänglich. Mit der Herde, die sie dann selber, die ihnen selber ihr Fell schert sozusagen oder sie schert wie die Schafe sozusagen, ja, und wo sie eventuell auch geschlachtet werden wie die Schafe, ne? Ja.
Und jetzt komme ich zum Kommentar des gestrigen Samstalks, also der Nummer 951. Hier, das müsste ja jetzt die Nummer 951a sein. Und jetzt zur Nummer 951. Da ist das Problem, wir machen, glaube ich, in letzter Zeit einen Fehler. Wir lassen es zu, dass irgendwelche Neuankömmlinge schweigend zuhören dürfen, anstatt das, was ich in Zukunft vorschlage. Neue Leute sollten ihre Gedanken, ihre Lösungen sagen, damit wir direkt dann darüber und darauf eingehen können. Das nützt nämlich nichts, wenn die schweigend da sind, weil man dann ja quasi merkt, dass die Leute einfach zuhören, dass sie ihre Gehirnwäsche ihrer eigenen Sparten, von denen sie quasi überwältigt wurden durch deren vorteilbringende Irrtümer, also quasi dann hier durchmanipuliert sind. Also die Leute hören zu und hören mit den Ohren der vorteilbringenden Irrtümer derjenigen Sparten, die ihnen sie einer Gehirnwäsche unterzogen haben und hören dann und denken natürlich dann, da sie ja die vorteilbringenden Irrtümer derjenigen Sparten, von denen sie durchmanipuliert sind sozusagen, empfinden sie ja natürlich notwendig das, was wir sagen, als falsch. Also das bringt nichts. Also die Leute, wer neu kommt, muss direkt seine Sichtweise und damit eventuell auch seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer gleich der Gruppe vorstellen, damit die Gruppe darauf eingehen kann und sagen kann, hoppla, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Also wir haben den Eindruck, dass sie durchmanipuliert sind von den und denjenigen Sparten mit deren vorteilbringenden Irrtümern und dass diese Irrtümer ihr Leben zerstören und ihnen schaden und so weiter. Und dann haben wir einen richtigen Ansatzpunkt. Das ist der richtige Weg und das sollte man machen. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt selbst wieder auf Pause drücken hier und werde jetzt die 951, also den Samstalk im Schnelldurchgang mir anhören und dann immer dazu etwas kommentieren, ja? Ja, und wenn Sie wirklich an der Wahrheit interessiert sind, dann verfolgen Sie ja jetzt das Ganze und wir sind uns klar, dass wir da nicht mit einer großen Herde direkt schon mitlaufen können. Bis gleich. Ja, in der 951 war also dann ja mein erster großer Beitrag, der darüber, über die Sendung, die ich jetzt gleich zeige. Genau, das war das, was ich gezeigt habe, aber das war das Problem. Da wir jetzt einen neuen Gast dabei hatten, wollte ich nicht gleich die gesamte Zumutung bringen, indem ich sozusagen diese neue Sendung hier von der ARD, die außergewöhnliche Reise der Menschheit, die recht ordentlich ist, die gleich zusammenbringen wollte mit der Bonobo-Forschung eines Professor Franz de Waal und mit dem Gedanken zur urmatriarchalen pazifistischen Bonobo Homo erectus Schenker kommunistischen Gruppen eher als der wahrscheinlich einzigen glücksbringenden Lebensform des Menschen, weil wir diese erreicht haben. Und so stand das dann etwas im luftleeren Raum. Ich mache das jetzt nochmal hier kurz den Kommentar. Der letzte und entscheidende Beweis, Sie können jetzt ja, wenn Sie die Sendung vor 900, also 950, 49, 48 und so weiter schauen, da finden Sie ja schon alle Argumente dazu, warum Sie niemals glücklich werden können, weil wir genetisch nicht für die Monogamie konstruiert sind. Warum sind wir nicht für die Monogamie oder die Vielweiberei, also die Haremssysteme konstruiert, weil wir dann eigentlich hätten wir dann noch zumindest bis zu der Zeit, als die Waffentechnik erfunden wurde. Also die Waffentechnik wurde allerfrühestens vor 2,5 Millionen Jahren erfunden. Ich zeige das. Also ab
der Erfindung der Waffentechnik könnte man ja argumentieren, dass der Mensch nur deswegen seine riesigen Eckzähne verloren hat, weil er den Rivalenkampf um die Frauen von den Eckzähnen als Waffen in die Waffen in seinen Händen verlagern hätte können. Aber dann hätte es sich mindestens zeigen müssen, dass also bis hierhin, bis vor 2,5, 2,0 Millionen Jahren etwa, hätte sich zeigen müssen, dass wir dann unsere Vorfahren immer noch riesige Eckzähne gehabt hätten, wenn sie denn für die Monogamie oder die Vielweiberei konstruiert worden wären. Also wenn sie monogam sind, dann müssen sie ja ständig aufpassen, dass andere Männer nicht an ihre Frau rangehen und dafür und sie dann schwängern, so dass sie dann Kinder hochziehen, die genetisch gar nicht von ihnen sind. Ja, das ist ja, also müssen sie als Monogamist genauso wie als Haremshalter, wo sie auch immer die Angst haben müssen, dass andere Männer ihre Frauen befruchten und sie dann quasi die Kinder fremder Männer betreuen, also haben sie Waffen, große Zähne, riesige Gorillakörper, ja, der Gorilla als Prototyp der Vielweiberei, des Harems, ne? Und dann müssten ja alle Menschen vor der Erfindung der Waffentechnik, müssten alle Menschen, wenn sie denn monogam oder vielweibereimäßig die Gene gehabt hätten, müssten sie bis vor aller mindestens 2,5 Millionen Jahren ja also riesige Eckzähne gehabt haben. Jetzt stellt man aber fest, dass schon vor 4 Millionen Jahren die Eckzähne ja quasi schon winzig geworden waren, weil eben wir gar nicht mehr konstruiert waren für die Monogamie und den Harem, also die Vielweiberei, sondern für die Gruppenehe, ja? Für die liebevolle, hochsoziale Gruppenehe, worüber der Film, den ich ja eben gezeigt habe, schon relativ realistisch kurz sagt, ja, also der Mensch ist wohl sehr liebevoll, sozial da schon gewesen vor 4 Millionen Jahren, ja. Die Frühmenschen, die Vormenschen, wie auch immer sie bezeichnet werden, unsere Urgroßeltern, ich sag's immer, unsere Urgroßeltern, ihre Urgroßeltern, meine Urgroßeltern waren so. Und das bedeutet aber, dass wenn wir hier schon umkonstruiert waren, Richtung des höherwertigen Modells, nämlich der Gruppenehe, die friedlicher, kooperativer, liebevoller, erfolgreicher ist, warum so hätten wir jetzt nach Erfindung der Waffentechnik quasi jetzt uns wieder genetisch zurückentwickeln sollen zu Monogamie und Harem? Und jetzt kommt der entscheidende Beweis. Dann müssten aber hier sich Denn hier ist es so, hier waren Penisse, Gorilla, winzige Penisse, also Monogame und Haremshalter, haben winzige Penisse, weil sie ja mit den Eckzähnen um die Frauen kämpfen und nicht mit der Spermakonkurrenz kämpfen. Ja? Und deswegen gab es hier winzigste Geschlechtsorgane, siehe Gorilla, ja? Und dann hätte ja jetzt hier, wenn jetzt hier ab Erfindung der Waffentechnik dann es eine Rückwende zu Monogamie und Harem hätte geben sollen, hätten hier auch gleichzeitig mit der Umgestaltung der Gehirne, also dass die Gehirne, um glücklich zu sein, nicht auf die Gruppenehe angewiesen sind, also auf den Sex mit vielen verschiedenen Personen, mit abwechselnden Personen, sondern zufrieden wären mit der Monogamie, also oder mit der Vielweiberei, den immer gleichen Frauen und den immer gleichen, also die Frauen auch mit dem immer gleichen Mann, ja, das ist ja Vielweiberei. Und die in der Monogamie, die Frauen mit dem immer gleichen Mann und die Männer mit der immer gleichen Frau, ja, dann hätten sich nicht nur die Gehirne ja umkonstruiert, sondern parallel dazu wären dann auch die Riesenpenisse, die ja hier entstanden sind, wären eingespart worden. Wir hätten jetzt auch winzige Penisse, die also noch viel winziger sein müssten als die der heutigen Gorillas, weil wir dann Monogamisten wären und dann würden wir über Waffen und über eifersüchtiges Handeln ja quasi
dafür sorgen, dass unsere Frau nicht fremd geht. Ja, sozusagen, man sieht das ja, wie viele Frauen auch eingesperrt werden von ihren eifersüchtigen Männern, so keuschheitsgürtelmäßig und so weiter. Und dann würde das stimmen, aber dann müssten wir Männer winzigste Geschlechtsorgane haben, die noch viel, unendlich viel kleiner als die der heutigen Gorillas relativ wären, sein müssten. Wir haben aber nach wie vor die riesigen Geschlechtsorgane der Gruppenehe-Lebewesen sozusagen. Das bedeutet, dass wir aller Wahrscheinlichkeit uns auch in der Monogamie noch sexuell oder in der Vielweiberei sexuell langweilen in den Köpfen sozusagen und deswegen so viel fremdgehen, weil wir immer wieder die Gruppenehe suchen, ja, die Gruppenehe-Situation suchen. Ja, und das ist der definitiv der einzige Ort der Wahrheit in der Welt. Sie kriegen nur hier die Wahrheit und damit ist Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war oder zu zeigen war. Hiermit ist damit bewiesen, sie können nie glücklich werden, wenn sie weiterhin mit der Herde mitlaufen und weiterhin brav monogam leben, können sie niemals glücklich werden, weil ihre Genetik sie mit Glücksreduktion bestraft, wenn sie eben nicht in einer Gruppenehe leben. Und das ist eben hier ist eben der einzige Ort der Wahrheit. Ich bin verpflichtet, Ihnen die Wahrheit zu sagen, weil wir kein Geschäftsmodell haben. Ja? Uns geht es nicht um die Abzocke, sondern nur um Wahrheitssuche. Ja, also kurze Pause wieder. Nehmen wir mal an, dass die ganzen Manipulateure recht hätten und sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, dann haben wir halt riesige Geschlechtsorgane, aber im Gehirn sind wir ja schon auf Monogamie umgestellt, genetisch, aber die Geschlechtsorgane sind halt noch geblieben. Ja, das geht eben nicht in der Evolution, weil dann wären diese Leute auch schon vor zigtausenden Jahren ja Verschwender gewesen. Sie würden völlig unnötig riesige Geschlechtsorgane, riesige Hoden mit riesiger Spermienmengenproduktion ständig verschwenden und vergeuden. Und bis vor kurzem noch war jede Verschwendung und Vergeudung ein Garant dafür, dass ein Verschwender, also ein Körper, der verschwenderisch ist, ist immer ausgestorben, verglichen mit den unmittelbaren Konkurrenten, nämlich mit denen, die gar nicht verschwenden. Ne? Also immer das Verschwenderische stirbt aus. Stellen Sie sich vor, zwei Brüder, einer ist ein Riesenverschwender, hat Riesenpenige für nix, Riesenpenis für nichts, und der andere hat ein Mini-Penis, die hat diese Verschwendung reduziert, dann wird immer der insgesamt mehr Erfolg haben, der die Verschwendung schon reduziert hat, und derjenige, der noch die Riesenverschwendung hat, wird potenziell immer aussterben, weil der viel mehr Nahrung vergeuden muss und verbrauchen muss. Und bei ansonsten ähnlicher Genetik wird immer der aussterben, der verschwenderisch ist. Und damit ist bewiesen, ja, also wir müssen heute noch die Genetik für die Gruppenehe haben, müssen noch unglücklich werden in der Monogamie oder in der Vielweiberei, weil einfach sonst, wenn wir im Gehirn schon umgebaut wären, dann wären wir auch gleichzeitig, hätten wir auch schon diese ein Hundertstel so großen Mini-Geschlechtsorgane eines Monogamisten oder Haremshalters. Ja? Und da wir die nicht haben, ist es eben so, dass damit bewiesen ist, dass eben, ja, dass eben letztendlich sie nur deswegen an die Monogamie glauben, weil die ganzen Sparten, die Nahrungssparte zum Beispiel hier oben, die Nahrungssparte, die steht jetzt, glaube ich, auch hier, da steht sie, glaube ich, ist das die Nahrungssparte, ja. Die Nahrungssparte, weil die eben seit zig Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden vielleicht sogar schon die vorteilbringenden Irrtümer aussendet. Nein, der Mensch ist ein monogames Tier oder ein Vielweibereitier und er muss monogam leben und alles andere ist unanständig und unschicklich und dann folgt die Herde diesen Befehlen, diesen vorteilbringenden Irrtümern, lebt monogam, wird unglücklich, erleidet einen Endorphinmangel, einen Glückshormonmangel und kauft die Produkte der Nahrungssparten im Übermaße. Wir haben also dann es mit Esssucht zu tun, mit Alkohol, Tabaksucht, Zuckersucht und mit all diesen Süchten und Nahrungssüchten und so weiter.
Und wir werden dadurch übergewichtig und krank, diabeteskrank, Krebs und was auch immer, all die Folgeerkrankungen, Herzinfarkt und so weiter, alle Folgen auch unserer Esssucht und sonstigen Konsumsucht, ja. Und daran verdienen eben wieder die Sparten. Und so funktioniert, deswegen ist die Marktwirtschaft ja eine Hölle, weil sie automatisch, die Marktwirtschaft ist identisch mit der Diktatur der Sparten und mit dieser Gehirnwäsche, ja. Ja, und in der Talkshow, weil ich natürlich dort nicht so offen über, ganz offen gleich eine neue Person so schockieren wollte, mit dem Hinweis, dass wir Menschen keine monogamen Tiere sind und keine Haremstiere, sondern Gruppenehetiere und nur dort glücklich werden können, maximal glücklich werden können, also immer die Monogamie immer mit Glücksverlust bezahlen und mit Suchtverhalten meistens dann auch bezahlen. Dann bin ich sehr schnell von diesem Thema weggegangen, da wurde ich die Sendung natürlich ein bisschen chaotisch erscheint vielleicht. Und bin dann, und Sie sollten also jetzt immer parallel hin und her schalten auf zwei verschiedenen Tabs, also hin und her schalten zwischen dem Samstag von gestern Abend, der 951 und dieser 951a, diesem Kommentar dazu. Und ich bin dann auch darauf eingegangen, wie auch die Teilnehmer an diesem Plenum, an diesem Samstag sozusagen auch eben Opfer bestimmter vorteilbringender Irrtümer sind, wenn sie also zum Beispiel die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, die aktuellen vorteilbringenden Irrtümer teilweise durchschauen, dann bringen sie aber in die Talkrunde wiederum die vorteilbringenden Irrtümer anderer Sparten und ihrer zugehörigen Herden mit, bei denen sie mitlaufen sozusagen. Und dadurch verlieren wir immer wieder gegen die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, weil auch die Teilnehmer unserer Talkrunden natürlich auch immer überall infiziert sind von den verschiedenen vorteilbringenden Irrtümer ihrer derjenigen Sparten und zugehörigen Herden, bei denen sie jeweils gedanklich gerade mitlaufen, ja. Und das ist das Dilemma dieser Situation, ne? Ja, dann ging es ja im Samstag auch über die Kommunenlandschaft in Deutschland. Noch einmal zur Erinnerung, wir haben zwei Strategien. Wir können die Welt, ihr Leben kann verbessert werden durch die Partei des Gemeinwohls. Wobei sie aber wahrscheinlich schon wieder infiziert sind von irgendeiner anderen Partei, weil das eine große Herde ist und weil sie dann, wenn es eine große Herde ist, auch deren jeweilige Irrtümer natürlich bereitwilliger übernehmen, einfach weil es sich so schön anfühlt, bei einer Herde ein Mitläufer zu sein, sozusagen. Und also entweder können sie nur glücklicher werden, indem sie alles, wenn sie überhaupt noch an den Parteienweg glauben, wo ich auch nicht mehr so sicher bin, ob der überhaupt noch funktionieren kann, dann müssten sie also die Partei des Gemeinwohls unterstützen. Und der zweite Weg ist, selber in einer Kommune zu leben. Wenn das jetzt mal die Kommunenlandschaft aus Hunderten von Kommunen, Mehrgenerationenwohngemeinschaft in Deutschland wäre, dann war ja ein Thema in Samstag auch jetzt gewesen, dann zum Beispiel das Königreich Deutschland, die angeblich ja Kontakt haben mit durchaus 2500 Menschen oder so angeblich. Da weiß man auch nicht, was da Realität natürlich ist. Und jetzt wäre es eben so, wenn wir sagen, also unsere superglückliche Kommune ist winzig, keine große Herde, weil sie eben der Wahrheit verpflichtet ist und weil dort eigentlich die Möglichkeit bestünde, absolut tausendmal glücklicher zu leben als in all den anderen Kommunen, Zectamera, Königreich Deutschland und was auch immer. Aber jetzt ist es eben so, jetzt hat das, wenn das jetzt hier das Königreich Deutschland wäre hier, ja, dann hat diese Kommune eben sozusagen hat angedockt an den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten. Das heißt, diese Kommune hat zum Beispiel diese Idee, die gestern genannt wurde, der Zinsfreiheit oder der Abschaffung des Zinses und so weiter und vielleicht auch sogar eine Einführung von Schwundgeld und so weiter. Da habe ich ja dann erläutert, wie das die Wirtschaft jedes Landes ruiniert,
wenn man den Zins abschafft, ja, weil der Zins eine wertvolle Belohnung für Menschen ist, das Risiko einzugehen, anderen sozusagen neuen Unternehmern Startkapital zur Verfügung zu stellen, sodass die dann Arbeitsplätze schaffen können und die Arbeitsplätze aus diesem Geld heraus bezahlen können. Und denn wenn man das nicht belohnt, wird das niemand mehr tun und dann wird es keine neuen Arbeitsplätze mehr geben und dadurch verlieren wir nur noch Arbeitsplätze, gewinnen aber keine neuen Arbeitsplätze hinzu und gehen dann pleite als Land, ja. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Königreich Deutschland, also quasi hier von den Sozialsparten, die gleichen Irrtümer, also wiederholt wie die Irrtümer der Sozialsparten, dadurch dockt dieses Königreich an einer großen Herde an, nämlich an all denen, die Gehirn gewaschen sind von den Sozialsparten. Dadurch ergibt sich eine große Zahl an potenziellen Herdenmitläufern und dadurch interessieren sich 2500 Menschen angeblich für das Königreich Deutschland. Und nur ganz wenige für unsere superglückliche Kommune sozusagen. Unsere 10 Locations und die Möglichkeit dort ein superglückliches, erstmalig superglückliches Kommunenleben aufzuziehen. Ja, und genau das ist der Punkt. Das, was also krank ist und verrückt ist, zieht immer mehr Menschen an. Das ist auch ganz einfach, wenn wir uns das nochmal klar machen hier. Hier in der Mitte, also bei den mitteldummen Menschen gibt es immer viele Menschen. Das heißt, wenn sie viele Opfer finden wollen, dann müssen sie selber dümmliche Konzepte haben, mitteldumme Konzepte. Und wenn sie sehr kluge Konzepte haben, dann werden sie immer leider nur sehr wenige Menschen erreichen. Und wenn sie sehr dumme Konzepte haben, werden sie auch immer nur sehr wenige Mitläufer haben. Aber wenn sie so mitteldumme Konzepte haben, wie damals von der Waffen- und Stahlindustrie und dem wahnsinnigen Hitler, dann haben sie auch immer gleich viele Herdenmitläufer, weil sie dann sozusagen im mitteldummen Bereich sind. Ja, und das ist das Tragische. Also das heißt, leider kann man nie eine direkte Beziehung herstellen zwischen der Menge. Aber genau das ist, wozu unser Gehirn leider neigt. Unser Gehirn neigt, als Herdentier neigen wir dazu, wo die große Herde ist, da ist auch das große Glück. Ja? Aber leider stimmt das unter Bedingungen der Marktwirtschaft nicht mehr. Da ist eventuell das große Glück nur noch dort, wo relativ wenige sind, weil nur dort Wahrheit ist und Lebensglück winkt. Und alles, wo die großen Herden sind, das ist dann eben das Mitteldumme und damit aber auch die Schädlichkeit der Mitteldummheit gegeben. Ne? Also insofern, also nochmal zurück, also in unseren Kommunen kann es sein, dass wir jetzt sehr wenige Leute sind, aber dafür besteht dann auch die einzige Chance, jemals vielleicht glücklich leben zu können. Während hier beim Königreich Deutschland schon wieder deutlich mehr Leute sind da, also weil es sich assoziiert hat mit den Wahnvorstellungen und vorteilbringenden Irrtümern großer Herden und dadurch dann von diesen Herden was abbekommen kann. Aber dadurch wird es hier und in all diesen anderen Kommunen niemals Lebensglück geben. Ich habe ja berichtet über die Kommune Niederkaufungen, wo eben so etwas wie echtes Lebensglück, super glückliches Leben unmöglich ist, genauso wie in Zeck und Tamera, weil eben nur deswegen dort mehr Leute sind, weil sie immer an den Irrtümern und damit an der Schädlichkeit und den Irrtümern größerer Herden und Kommunen andocken mit bestimmten Irrtümern, die sie im Kopf haben. Ja, das ist dir leider die tragische Situation, ne? So. Und da wir ja in der Talkshow einen neuen Gast haben, kam es leider dann nicht dazu, dass ich hätte ansprechen können, dass wir zum Beispiel über dieses Zinsgeschehen, dass wir das wirklich nochmal argumentativ tiefer diskutieren, nämlich dass deutlich wird, dass dieses Zinskonzept ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten ist, um Deutschland in ein Land der Massenarbeitslosen zu verwandeln, so ähnlich wie die DDR, ne? Wo die ja auch eine völlig zerstörte Wirtschaft hatten am Ende und eine völlige Verarmung hatten. Und genauso konnte ich ja nicht darüber sprechen, dass eben wir das Experiment machen sollten, dass jede Kommune
mindestens aus zwei Experimentalstufen bestehen sollte, nämlich eher aus der verantwortungs- oder der denkenden, verantwortungsorientierten Kommunenteil und einem anderen Kommunenteil, der aus einer Gruppenehe besteht, in der quasi die Sexualität, die Gruppenehensexualität wiederentdeckt und genossen werden kann, wobei ich ja erwarte, aufgrund der Genetik der Menschen wäre ja zu erwarten, dass da das die größten Glücksmöglichkeiten winken sozusagen, aber auch die größten inneren Ängste davor, denn die ganzen vorteilbringenden Irrtümer, die ganze Gehirnwäsche verbietet uns ja die Gruppenehe, ne? Und diese ganzen Verbote, an denen müsste man natürlich arbeiten, ne? Aber das, weil eben da jetzt jemand Neues war, bin ich nicht so tief in diese Thematik eingestiegen, ne? Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Also immer jetzt hin und her schalten. Der Samstalk von gestern, also 951 und diese Sendung 951a. Und wenn irgendwie bei der Talkshow Ihnen irgendwas rätselhaft erscheint, dann immer hier weiterschauen in der 951a, weil hier ja quasi jetzt die Erklärung dessen ist, warum diese Sendung vielleicht so ein bisschen zerrissen erscheinen mag, weil eben, ja, und in Zukunft, wie gesagt, sollten wir es so machen, dass neue Leute gerne willkommen sind, aber gleich erstmal ihr Denken vorstellen müssen, sollten, damit wir eben gleich wissen hier, welche vorteilbringenden Irrtümer, welcher Spaten trägt diese Person im Kopf mit, bei welcher Herde ist sie Mitläufer und ist sie sozusagen, entweder gehört sie selbst zu einer Sparte und ist damit Täter und Opfer zugleich, oder sie gehört nur zu der Gesamtherde und ist dann quasi nur Opfer auch dieser Sparten. Und dass man gleich über die Irrtümer, die diese Leute ja zwangsläufig wahrscheinlich mitbringen, spricht. Und wenn sie keine vorteilbringenden Irrtümer mitbringen, umso besser, dann freuen wir uns natürlich über jemanden, der schon großenteils in der Wahrheit lebt. Ja? So dass wir also hier ja in der Kommune, im Plenum ja immer Konflikte und Mediation, aber der Hauptpunkt ist eben, wenn gerade keine Konflikte sind. Und das Thema Wohlfühlen und superglücklich sein ist ja auch deswegen ein bisschen schwierig, weil die Menschen ja gar nicht das Wohlfühlen und das superglücklich sein vermissen, weil der Bauer, was der Bauer nicht kennt, das vermisst er auch nicht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Was der Bauer nicht kennt, das vermisst er auch nicht. Also ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo wir am ehesten ins Gespräch kommen können, ist leider der Punkt, wo irre ich mich, wo irrst du dich, welche Irrtümer bringt also eine neue Person mit, sodass wir dann also in die Viad einsteigen, in die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie bzw. Technik einsteigen, also in die Individualtherapie, und ohne das gibt's sowieso in Kommunen kein glückliches Leben. Und die Gesellschaftstherapie über die Partei des Gemeinwohls, Gemeinwohlwirtschaft sozusagen, das ist der andere Pfeiler. Ja, und liebe Zuhörer, ja, Sie können sich natürlich auch weiter entscheiden, weiterhin brav mit den Herden zu laufen und in der Unwahrheit zu sein und all Ihre vorteilbringenden Irrtümer, mit denen Sie Gehirn gewaschen, durchmanipuliert und von der Propaganda verwirrt sind, sozusagen weiterzuleben, und oder Sie entscheiden sich rückhaltlos für das wahre, glückliche, superglückliche Leben in der Wahrheit. Aber dann müssen Sie sich mit Next Scientists for Future, Weltrat, Partei des Gemeinwohls, PDG und der superglücklichen Kommune beschäftigen und mit nichts sonst, weil alles andere ist offensichtlich die Welt des Unglücks, der Krankheit und ja, der Verrücktheit und so weiter. Naja, viel Spaß jedenfalls weiterhin.